B4.0. Die nebenstehende Skizze zeigt ein Schrägbild der Pyramide ABCDS mit der Höhe AS, deren Grundfläche die Raute ABCD ist. Es gilt, AC sind 11 cm, BD 6 und AS 9 cm. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B4.1. Zeichnen Sie das Schrägbild der Pyramide ABCDS, wobei die Strecke AC auf der Schrägbildachse unter Punkt A links vom Punkt C liegen soll. Für die Zeichnung gilt Streckfaktor Q ist 1/2 und Verzerrwinkel Omega 45 Grad. Berechnen Sie sodann die Länge der Strecke CS und das Maß des Winkels SCA. Teilergebnisse haben wir auch mit CS mit 14,21 cm und Winkel SCA mit 39,29. Okay, gehen wir mal das Wichtige durch. Wir haben die Strecke AC mit 11 cm, wir haben BD mit 6 und AS mit 9 cm. Damit können wir die Pyramide auf jeden Fall zeichnen. Wichtig ist noch, dass wir als Grundfläche eine Raute haben, weil in der Raute sind ein paar Spezialeigenschaften versteckt. Erste Aufgabe ist, man soll das Schrägbild der Pyramide ABCDS zeichnen, wobei AC auf der Schrägbildachse liegt. Ich empfehle immer, dass man mit der Schrägbildachse anfängt zu zeichnen, also in dem Fall mit der Strecke AC mit 11 cm. Auch schon mal überlegen, wie weit geht es nach oben. Ich habe 9 cm ist ein Platz nach oben, also 9 cm ist die Höhe. Ja, also müssen wir auch 9 cm Platz nach oben lassen. Gut, ich fange hier an, mein Punkt A 11 cm nach rechts zeichnen und erhalte hier meinen Punkt C. Ja, jetzt kann ich mich entscheiden, möchte ich erst die Diagonale PD einzeichnen und gehe auf die Höhe. Ich mache zuerst die Höhe AS, 9 cm nach oben. Habe ich hier meinen Punkt S, dann kann ich schon mal S und C verbinden. Jawohl, jetzt brauche ich noch die Diagonale. Gucke ich schnell nochmal in die Skizze rein. Ja, wie kriege ich den Punkt hier dazwischen? Diesen Punkt nenne ich jetzt mal M. Das ist der Diagonalschnittpunkt und da gibt es halt Spezialeigenschaft der Raute. Die Diagonalen halbieren sich gegenseitig und stehen senkrecht zueinander. Ich nehme also mal ein Geodreieck, messe schnell aus. Weiß, das Ding ist 11 cm lang. Die Hälfte davon sind 5,5. Also liegt hier mein Punkt M. So, und jetzt kommt die Diagonale und da kommt jetzt natürlich auch hier das ins Spiel, der Streckfaktor Q und der Verzerrwinkel Omega. Alles was, grob gesagt, ja, im 90 Grad zur Schrägbildachse liegt und in den Raum hinten rausgeht, also entweder aus der Zeichenebene raus oder in die Zeichenebene rein, wird eben durch diesen Verzerrwinkel bzw. diesen Streckfaktor dargestellt. Das heißt, diese Strecke BD kriegt hier jetzt im Original ist natürlich 90 Grad hier zwischen den Diagonalen, aber da das nicht gemäß hier auf dem Zeichenblatt dargestellt werden kann, wird das durch diesen 45 Grad Winkel ersetzt. Zusätzlich ist die Strecke BD im Original natürlich immer noch 6 cm lang. In unserer Zeichnung können wir die nicht ganz so lang machen, damit es besser aussieht, wird die eben mit Q multipliziert. Das heißt, 1/2 mal 6 sind 3 cm. Die komplette Strecke BD ist also 3 cm lang. Für meine Zeichnung gilt also, dass ich hier einen 45-Grad-Winkel reinbringen muss und diese Strecke BD muss insgesamt 3 cm lang sein. Den 45-Grad-Winkel kriege ich am besten mit dem Geodreieck rein, da habe ich passende Hilfslinien. Und jetzt gilt es im Prinzip einfach 1,5 cm nach rechts oben und 1,5 cm nach links unten zu zeichnen. So, habe meinen 45-Grad-Winkel drin. Die Strecke BD ist insgesamt 3 cm lang. In der Zeichnung, im Original ist es natürlich noch 6 cm. Und dann verbinde ich natürlich noch die letzten Punkte miteinander. So, und natürlich noch mit der Spitze verbinden. Wer möchte, kann natürlich unsichtbare Kanten gestrichelt zeichnen. Bisschen die Sichtbarkeit. Aber ich glaube, man kann es auch in dem Fall so ganz gut zeichnen. Auf dem Papier ist noch ein Stück besser. Hier auf dem Tablet rutscht das Geodreieck leider manchmal immer etwas hin und her, sodass nicht jede Strecke so ganz gerade ist. Aber passt zum Erklären. Aber wir sind noch nicht fertig. Hier heißt es, berechne die Länge der Strecke CS noch. Machen wir. So, wo liegt CS?
Ja, vielleicht können wir noch ein paar Größen einzeichnen, was bekannt ist. Hier unten, das Ding kennen wir mit 11 cm, das war 9 cm. Und die Strecke BD, ja, mache ich es vielleicht doch anders, die Strecke BD, hier 3, 5,5, 5,5, so, jetzt habe ich alles drin. Okay, Strecke CS, das ist diese Strecke hier. Ja, Dreieck suchen ist wieder angesagt. Ich gehe mal so vor, ich suche die Dreiecke, wo so eine Strecke drin liegt. Hier die Strecke CS, in welchem liegt die drin? Und ja, im Dreieck ACS. Das sieht man recht deutlich. Was ist aus den Dreiecken bekannt? Ich weiß, hier ist ein rechter Winkel drin, weil AS ist die Höhe und die Höhe steht immer senkrecht zur Grundfläche. Ja, wenn ein rechter Winkel drin ist, gelten Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Ich muss also noch überprüfen, kenne ich noch was? Ich kenne die Strecke AS mit 9 cm. Die ist hier. Ich kenne die Strecke AC mit 11 cm, die ist hier. Zwei Seiten ist bekannt, die dritte Seite ist gesucht, also ein klassischer Pythagoras. Pythagoras finden wir in der Formelsammlung. Ja, Satz des Pythagoras hat sogar hier ein eigenes Stichwort mit drin im Verzeichnis. Ja, und hier heißt es, finden wir hier, ist er versteckt, a² plus b² gleich c². Das gilt jetzt natürlich nur für ein Dreieck, das ABC heißt und der rechte Winkel oben bei C liegt. Jetzt müssen wir es für unser Dreieck anpassen. Ich sage gerne immer, Kathete² plus Kathete² ist gleich Hypotenuse² oder Kurzquadrat plus Kurzquadrat gleich Langquadrat. Die Hypotenuse lässt sich recht schnell identifizieren, weil die liegt immer gegenüber vom rechten Winkel. Damit ist CS die Hypotenuse. Und dann können wir es ganz normal aufstellen. CS wollen wir berechnen. Also, Satz des Pythagoras angesetzt. Hypotenuse zum Quadrat ist gleich Kathete² plus Kathete². Setzen wir ein, was bekannt ist. CS wollen wir ausrechnen. AS waren die 9, also 9² plus AC waren insgesamt 11, also 11². Das kann man jetzt entweder in Solver eintippen oder wir können es auch mit Hilfe der Wurzel lösen. Ja, hier habe ich in hoch 2 über dem CS stehen. Wenn ich das auflösen möchte, muss ich die Wurzel ziehen, die Quadratwurzel ziehen. Dann gilt CS ist gleich Wurzel aus 9² plus 11². Und das kann jetzt jeder normale Taschenrechner ausrechnen. Das sind dann, wo oben haben wir es ja eigentlich auch stehen, 14,21 cm. So, damit haben wir den ersten Teil gelöst, aber Achtung, wir müssen noch was anderes berechnen, nämlich hier Winkel SCA. Wieder gleiches Spiel. Ich gehe in meine Zeichnung rein, schaue nach, wo ist der Winkel SCA. Ich markiere jetzt noch schnell hier die Strecke CS mit 14,21. Okay, Winkel SCA, das ist der hier von S über C nach A. Ja, also wenn ich hier zeichne SCA, dann wird genau dieser Winkel hier markiert. Den müssen wir noch berechnen. Ja, wieder gleiches Spiel. Ich markiere ihn mal mit blau. Den muss ich berechnen. Ich schaue wieder nach, in welchem Dreieck liegt der drin. Und bin natürlich schon wieder im Dreieck ACS. Ja, hier bin ich drin. Rechtwinkliges Dreieck, es gelten Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Gut, Pythagoras brauchen wir jetzt nicht, weil alle drei Seiten sind bekannt, also Sinus, Cosinus und Tangens. Da alle drei Seiten bekannt sind, können wir tatsächlich ansetzen, wie wir wollen. Es führen alle drei zum Ziel. Ja, Sinus, wir haben gegen Kathete und Hypotenuse. Cosinus, wir haben an Kathete und Hypotenuse. Und der Tangens, wir haben gegen Kathete und an Kathete. Ja, welchen man nimmt, es kann natürlich passieren, wenn man nicht den Weg nimmt, den das Lösungsmuster vorschlägt, dass sich dann vielleicht in den Nachkommastellen die Zahlen ganz, ganz leicht abweichen, aber hat eigentlich keine Auswirkungen. Sonst gilt einfach das Zwischenergebnis nehmen, das angegeben ist, also das da. Ja, ich nehme jetzt den Tangens aus folgendem Grund. Ja, Hypotenuse ist die SC, haben wir schon festgelegt. Das heißt, die AS ist die Gegenkathete und die AC ist die Ankathete. Hat einfach den Grund, die beiden Größen sind von Anfang an gegeben, die 14,21 der Hypotenuse, die haben wir gerade ausgerechnet und da ist schon eine kleine Rundungssache mit drin. Das heißt, hier ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass sich in der Rundung was ändern kann. Also Winkel SCA mache ich über den Tangens. Tangenswinkel SCA ist gleich Gegenkathete durch, Quatsch, doch Gegenkathete durch Ankathete.
Gegen Kathete ist die Strecke AS. An Kathete ist die Strecke AC. So. Dann setzt man ein, was bekannt ist. Tangens von SCA wollen wir berechnen. Ist gleich. AS waren 9 cm, die AC waren 11 cm. Das kann ich jetzt entweder solvern oder ich löse mit Tangens hoch minus 1 auf. Dann folgt daraus, Winkel SCA ist gleich Tangens hoch minus 1 von 9 durch 11. Und das tippe ich jetzt in den Taschenrechner ein. Und dann kommen raus 39,29 Grad. Ja, also genau das, was hier oben im Zwischenergebnis steht. Ja, das sind jetzt einfache Punkte am Anfang. Standardaufgaben haben wir soweit gelöst.